Einen schönen guten Tag. In diesem Video sehen Sie eine neue Funktion in der Version 3.7.0.9.3.1, die Ihnen Unterstützung bei der Anführungsstrichen Digitalisierung Anführungsstrichen hilft. Viele von Ihnen sind schon so weit, dass Sie sagen, okay, Sie möchten vieles digitalisieren. Macht natürlich Sinn, ja, wie auch immer. In Wabi Profi 3 können Sie nun von Ihnen erstellte Rechnungen automatisch in ein von Ihnen gewünschtes Zielverzeichnis kopieren lassen. So, wir öffnen einfach mal unseren Windows Explorer. Hier gehe ich jetzt auf mein Testverzeichnis. Wo habe ich es denn? Egal. Und ich sage einfach mal hier dieses 111-Verzeichnis. Wenn das Ihr Digitalisierungsordner ist, können Sie in Wabi Profi 3 sagen, pass mal auf, wenn ich eine Rechnung erstelle, dann kopiere bitte die Rechnung, also das PDF der Rechnung in diesen Ordner. Machen wir einfach mal das in der Praxis. Unter Administration, Systemeinstellungen können Sie der Karteikarte Rechnungen aufrufen. Hier unten haben wir das jetzt mal schnell eingefügt. Hier nach PDF-Erstellung, kopieren nach. Sie klicken einfach auf diesen Button mit den drei Pünktchen, wählen Ihr Zielverzeichnis aus und bestätigen Ihre Auswahl mit OK. Danach können Sie die Systemeinstellungen wieder verlassen. Egal, ob Sie nun in der Kasse oder im Rechnungsmodul eine Rechnung erstellen, können Sie nun die erstellte Rechnung, ich nehme jetzt mal irgendeinen Testkunden, können Sie nun die erstellte Rechnung sich dahin kopieren lassen. Da verkaufen Sie einfach mal 10 Stück. Ja, ja. Und ich sage, wir zahlen. Ich klicke hier auf Rechnung, sage weiter. Bestätige meinen Rechnungstext. So, und das Ganze wurde jetzt gedruckt. Nun sollten wir in unserem Zielverzeichnis, in unserem Ordner, hier diese gerade erstellte Rechnung haben. Hier kann ich jetzt auf Öffnen klicken. Und wir sehen hier, dass wir unsere Testrechnung in Höhe von 59 Euro gerade erstellt haben. Also so unterstützt die Wabi Profi 3 bei der Digitalisierung Ihrer von Wabi Profi 3 erstellten Rechnungen. Ich hoffe, diese Funktion gefällt Ihnen, hilft Ihnen und erspart Ihnen natürlich Zeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss!